Mutig in die Zukunft lautet das Motto hier beim 42. Bundeskongress der Grünen in Salzburg. Und ja, der Mut, der hat sich ausgezahlt für das Regierungsabkommen mit der ÖVP, denn das Abkommen, das ist ja mit überwältigender Mehrheit angenommen worden. 93,18% haben dafür votiert. Von den 276 Delegierten gab es lediglich 15 Gegenstimmen. Und die Reden hier, die waren von sehr großem Respekt, auch von einigen Skepsis gehalten, aber man hat schlussendlich doch Werner Kogler und seinem Team diese Vorschusslorbeeren für eine Zusammenarbeit mit der ÖVP geben wollen. Sehr groß war auch die Zustimmung für die Regierungsmann- und Damenschaft von Werner Kogler, Leonore Gewessler, Ulrike Lunacek, Alma Zadic, Rudi Anschober und natürlich Werner Kogler selbst. Die wurden hier mit 99,25% der Delegierten gewählt. Da gab es überhaupt nur eine einzige Gegenstimme. Also auch hier konnte man die Delegierten überzeugen, hat noch einmal auch auf die Themen hingewiesen, die doch auch umstritten sind im Bereich Soziales und Migration, wo die grüne Kernwählerschaft vielleicht auch etwas anderes wollte. Aber man hat hier die Delegierten überzeugt. Jetzt heißt es vor allem aus Sicht der Grünen und deren Anhänger, die Konzepte, die man auch tatsächlich hier und heute gehört hat, umzusetzen.